Ahoi, liebe Camping- und Kochfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Wir sind hier in Buggies Kombüsenstudio und ich habe gerade den Fehler schon am Anfang gemacht. Es geht ja gar nicht nur ums Kochen. Nee, geht auch ums Backen. Es geht auch ums Backen. Und ihr habt es im Thumbnail gesehen, also am Anfang, wir werden in der allerersten Folge was ganz Einfaches machen, ne? Einen sehr einfachen Kuchen machen. Aber bevor wir überhaupt losstarten wollen, wollen wir erstmal kurz erzählen, mit welchen Hilfsmitteln wir hier in diesem Kombüsenstudio arbeiten werden. Ja, das sind so die groben Hauptsachen. Jetzt weiß ich nicht, wir haben noch einen Rührer und so weiter. Frage auch der noch mit drauf oder nicht? Nein, das genau. Also wir haben Hilfsmittel für euch. Die Internetadresse ist eingeblendet, www.buggy-kombüsenstudio.de. Genau. Da seht ihr auch die Hilfsmittel, die wir immer wieder verwenden. Unter anderem ist das natürlich ein Grill. Das ist der Safari-Chef von Cardiac, also der Safari-Chef 2. Dann haben wir eine Wollpfanne, die ist, ich sag mal, eine sehr gute Pfanne, was die Beschichtung auch ordentlich durchhält. Und ja, wir haben noch dann natürlich den Omnia, um dann gewisse Sachen zu backen. Unter anderem dann, was da so alles kommt, ist Kuchen natürlich, Brot, ja, Gemüse, Aufläufe, was auch immer man sonst noch mitmachen kann. Der ist schuld, dass ja. Es eigentlich jetzt diese Serie geben wird. Für ja. Euch, Omnia erklären wir ganz kurz, wie gesagt, ist ein Ofen für den Grill, für den Gasgrill. Mhm. Um das kurz zu machen, das heißt, theoretisch könnten wir ihn auch hier drauf machen, auf den Cadillac Gasgrill, das wäre egal. Hatten wir auch schon, ne? Ich glaube, das hatten wir auch schon. Nee. Ah, nee, das war ein Pott, den wir da drauf hatten. Das war ein Pott. Richtig. Aber für euch, wir haben für uns 3 Silikonformen für den Omnia. Für uns wichtig, selbst bezahlt, keine Werbung. Wir sind nur von dem Produkt natürlich begeistert. Standardmäßig, wir haben das Set gekauft. Dann ist die rote dabei. Die haben wir jetzt für deftige Gerichte genommen, weil ja. Silikon doch dann ein bisschen was annimmt an Gerüchen. Dann gibt es noch die dunkelrote. Das ist die dann zum Süßspeisenbacken, also das heißt Kuchen und so weiter. Und wir haben noch eine graue Form, die ist jetzt hier drin. Zeig ich mal. Das ist zum Backen. Das ist eine Form ist. Genau, das ist zum Backen von Kuchen geeignet. Von Brot geeignet. So, jetzt haben wir es. Brote. Ja, natürlich benutzen wir die nicht alle zum gleich, sondern wir machen dann den dementsprechenden Einsatz da rein. Und wir haben nur den Mini und wir haben nicht die Antihaft, weil das wird uns immer wieder gesagt. Antihaft ist doch super. Ja, wir haben zurzeit, wir haben jetzt schon zigmal das genutzt. Und ich versuche das mal ranzuhalten. Also hier sind ganz minimale. Ja, das ist deswegen, weil ich eine gerade benutzt hatte und noch nicht durchgespült hatte. Aber das kriege ich komplett sauber. Der ist komplett sauber danach. Deshalb haben wir noch nicht die Antihaft. Ob wir nicht irgendwann Antihaft nutzen, das wissen wir nicht. Das sehen und wir. Ja, es ist nur die kleine Form. Wir haben nicht die Maxi-Form. Das ist aber, wie gesagt, das muss jeder selbst wissen. Aber das sind die Utensilien, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Natürlich kommen da noch Töpfe dazu, die Pfanne alleine ist es nicht. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit genau. Was Einfachen, das einem klassischen Kuchen, den man eben schnell mal machen kann für leckere Gerichte oder beziehungsweise für einen leckeren Kuchen, den man für unterwegs hat, der auch haltbar ist. Genau, wir machen jetzt einen Marmorkuchen. Richtig, genau, Topfkuchen, Marmorkuchen. Richtig lecker Ding und wie gesagt, das ist nur zum Anfang und jetzt geht's richtig los in Buggies Kombüsenstudio. Für euch natürlich ganz wichtig, damit wir das hier einmal abklären und das nicht immer wiederholen müssen. Das ist der Smoothie, der Kombüsenchef, Stefan. Auweia. Und ich bin einfach nur der Kritiker vom Dienst. Ja, ja. Weil, ja, ihr wisst, was anderes kann ich ja eh nicht, also dementsprechend. Ja, du musst das Ganze dann schneiden und den Zuschauern da zur Verfügung stellen ja. Und so. Ist auch eine Menge Arbeit. Also deshalb werde ich ja danach immer rumfluchen, was wir hier fabrizieren. Deshalb bin ich der Kritiker vom Dienst. Das dazu, jetzt kommen wir zu den Zutaten. Wir fangen immer an grundsätzlich mit den Zutaten, damit ihr einmal seht, was ihr denn braucht. Wir können dann natürlich noch so ein paar Rührschüssel und so weiter. Das ist, denke ich, klar, dass man da sowas braucht. Für diesen einfachen Kuchen ist Margarine sehr wichtig. Wir brauchen Eier, 4 Stück insgesamt. Wir brauchen Mehl, das sind 250 Gramm, also Margarine übrigens 150 Gramm. Dann haben wir noch Zucker, 200 Gramm. Ein bisschen Backpulver, das sind so 2 Teelöffel. Dann eine Prise Salz, immer gut. Also zu was Süßen eine Prise Salz, zu was Salzigen oder Herzhaften immer ein bisschen Zucker dabei. So habe ich es zumindest mal gelernt, das macht man so. Und natürlich der Kakao. Wir haben hier normalen Kakao,
Nesquik in dem Fall, ist egal, was er nehmt. Und na, was wolltest du jetzt machen? Ich brauche jetzt eine Prise, muss über dich drüber machen. Ja, süß. Ja, ja, genau. Oh Gott, ist das geschleimt. Ja, ja. Das schneiden wir, das machen wir nicht. Ja, rein. Ja. Genau, und das sind eigentlich die einfachsten Zutaten, die ihr braucht. Also viel mehr ist es nicht. Eine Rührschüssel, ein Rührer, wenn ihr das habt. Ihr könnt das auch mit der Hand quirlen. Natürlich noch eine zweite Schüssel, weil wir ja auch noch ein bisschen den Teig hier teilen dann. Ich nehme mal eine kleine Salatschüssel dafür. Die haben wir so, ich sag mal so ein Dessertschüssel, sowas. Das seht ihr jetzt gleich im Nachschluss, wenn wir die ganzen Bilder zusammenschneiden, ja, wie das zusammengerührt wird, weil da gehen wir jetzt nicht in die Detailtiefe ein. Da geht es einfach nur darum, dass man den Teig ein bisschen trennen kann, dass man im Prinzip dreimal sich den Teig abfüllen kann, um dann dementsprechend nochmal einmal die Mittelschicht mit Schokolade dann zu verzieren oder nochmal durchzurühren. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, hauen alles in die Schüssel. Für euch auch gleich am Anfang noch die Info www.buggies-kombüsenstudio.de. Da werdet ihr das Video nochmal zu sehen und auch nochmal die ganzen Zutaten, was für Arbeitsmittel wir gemacht haben, wie lange das dauert. Das könnt ihr da nochmal nachlesen. Genau. Und jetzt fangen wir an. Also, er fängt an. Ja, das ausführliche Zusammenrühren, das zeigen wir euch später nochmal in einem Apfelkuchen, denn dieser Teig, das ist so ein Universalteig, den könnt ihr für viele Sachen benutzen, nicht nur für diesen Marmorkuchen, sondern auch für einen Apfelkuchen, Rhabarberkuchen, was auch immer man sonst damit noch machen will und kann. Ja, das seht ihr im Prinzip da. Wir rühren jetzt alles einfach mal zusammen und dann ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine Sache natürlich noch vergessen, ein Messbecher, ihr braucht ja auch ein bisschen was zum Abmessen. Butter kann man nur so ein bisschen schätzen, weil man weiß ja ungefähr, wie viel in so einem Pott drin ist. Habe ich gerade weggepackt, aber da sind 400 Gramm drin, das kann ich abschätzen. Bei Zucker und so weiter ist das so ein bisschen schwieriger, für Mehl genauso, also ein Messbecher. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Wir nutzen jetzt hier natürlich einen Handmixer, aber wer normalen Strom hat und so weiter, kann natürlich auch einen normalen Mixer nutzen. Das geht genauso. Ich spare mir lieber den Strom und mache noch was für meine Muskeln und von daher Attacke. Schön verquirlen, richtig. Trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. Wenn der Teig jetzt schön cremig gerührt wurde und ist, dann müssen wir den jetzt aufteilen in drei Schichten. Also das heißt in drei, ja, Massen. Wir haben deswegen auch eine zusätzliche Schüssel, denn das ist die obere Schicht, die dann im Prinzip auf den Kuchen noch drauf kommt. Ich hau da jetzt erstmal hier ein paar Löffel rein. Muss man so ein bisschen abschätzen, dass man auch bei drei Massen, sage ich mal, isst. Wenn man ein bisschen mehr Schokolade haben möchte, der schokoladiger werden soll, dann muss die mittlere Masse, also die, die jetzt hier im Topf ist, natürlich ein bisschen mehr bleiben, weil dann können wir ein bisschen mehr Schokoladenteig sozusagen haben. Ich mache das aber schön gleichmäßig und hau jetzt die dritte, also die zweite des Drittels, hau ich jetzt hier in den Omnia gleich rein.
passe auf, dass ich mir den nicht gleich so versaue, sage ich mal, klar. Wenn er irgendwo rankommt, kann man das aber auch mit dem Lappen noch ganz gut wegwischen. Das ist auch kein großes Ding. So. Ja, kann da noch ein Löffel rein. Einer geht da noch rein. Und den Rest machen wir gleich Schokolade. Vorher verstreiche ich jetzt hier in der Omnia-Form das Ganze schön gleichmäßig, so dass das sich unten überall hinsetzt. Das ist ruckzuck gemacht. So, muss nicht super perfekt sein, aber so, dass zumindest die Masse überall gleichmäßig verteilt ist. So, nun heißt das da weitermachen. Und zwar brauchen wir jetzt das Nesquik oder den Kakao. Jetzt müsst ihr mal so ein bisschen gucken, für euch selber abschätzen, wie viel ihr da haben wollt. Ich hau da immer so ein bisschen was rein. So. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Gramm das sind. Ich mach mal das hoch, so dass das alles so ein bisschen bräunlich dann wirkt. Und ja, dann heißt das wieder mit dem Rührer umrühren. Wenn ihr seht, irgendwie, das ist noch irgendwie ganz hell oder sowas und ihr würdet gerne noch ein bisschen mehr reinmachen, dann macht da einfach mehr rein. Das ist alles ja kein Problem. Ich sehe gerade, ich würde auch noch, glaube ich, ein bisschen was dazu packen. Also haue ich da noch mal eine Ladung voll rein. Je schokoladiger wird der Kuchen natürlich. Das müsst ihr für euch so ein bisschen selbst entwickeln, wie ihr das denn haben wollt. Ich mag es nicht zu schokoladig. Ich mag auch gerne, dass es noch ein bisschen, der weiße Teig sozusagen da ist. Die Stimme aus dem Off, sprich der Kritiker, spricht jetzt einfach mal hier. Also fangt einfach mit wenig an, genau. Und dann immer Stück für Stück für Stück einfach nachkippen. Dann habt ihr genau, dann seht ihr, wie viel schokoladig euer Kuchen werden kann. Ich glaube, die beste Idee, die man kann. Das ist genau richtig, ja. Weil wenn ihr am Anfang zu viel macht, das wird schwierig rauszukriegen. Richtig, genau. Ich rühre das jetzt nochmal anständig durch und dann geht das da rein, melde ich mich gleich wieder. So, jetzt ist das Ganze hier schön verrührt, ist eine schokoladige Masse und jetzt heißt das natürlich, dass wir das in die Mittelschicht bringen. Auch wieder einmal schön verteilen. Ja, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, man muss das halt ein bisschen vorsichtig machen und dann auch wieder verteilen in der Schüssel, also in dem Omnia, dass das alles gleichmäßig ist, dass es eine Schicht sozusagen ergibt. Also keine Angst, wenn ihr da so ein bisschen durcheinander kommt mit dem anderen Teig, das ist kein Problem, denn macht ja einen Marmorkuchen aus, dass der schön verschiedene Facetten hat. So, und zum Schluss kommt natürlich noch unsere dritte Masse wieder drauf, bildet sozusagen den Hut drauf. Auch hier ist es wieder kein Problem, wenn da ein bisschen was durcheinander kommt. Ich nehme jetzt den gleichen Löffel, dann nehme ich jetzt nicht einen neuen oder sowas. Das macht für mich keinen Sinn. So. Und auch natürlich hier die Masse oben einmal verstreichen da drauf. Jetzt ist der Deckel sozusagen drauf mit dem hellen Teig. Und jetzt mache ich noch eins, dass ich natürlich die Seiten hier einmal sauber mache so ein bisschen, dass das nicht gleich alles komplett mit anbrennt. Jetzt ist es aber auch nicht das Problem. Also bei uns war es nie das Problem, wenn da ein bisschen was am Aluminium noch dran ist. Also ich habe das Aluminium hier immer sehr gut sauber gekriegt und ohne dass da irgendwie, ich sag mal, es ist zwar eingebrannt, aber mit Spülmittel hat sich das ganz einfach gelöst. Ja, das Teil ist jetzt fertig und muss jetzt auf den Ofen. Und schon ist der Kritiker vom Dienst wieder im Bild, weil er wieder was falsch gesagt hat. Ein Ofen, was für ein Ofen? Das ist ein Herd, Junge. Ja, ein Gasherd natürlich. Muss auf den Gasherd. Ich habe auch gesagt, auf den Ofen passt ja auch nicht. Egal. Ja, okay, wenn du den Kuchen so pur im Teig haben willst, dann auf den Ofen stellen. So, und jetzt Frage an euch. Leute, ihr habt ja gesehen, er packt das ja alles rein. Es gibt ja Leute, die sind ja so Teigablecker. Ja, schmeckt der vielleicht ganz gut oder auch nicht. Jetzt die Frage, seid ihr Team Teigablecker oder Team wird abgewaschen? Oder, naja, wer Kinder hat, wird es wahrscheinlich dem Kind geben, wobei das eigentlich nie gesund war. Ja, man sagt immer Bauchschmerzen, ne? Wobei keiner das belegt hat. Das ist jetzt die große Frage. Bitte rein in die Kommentare, Teigablecker, ja oder nein? Jo, und ich setze jetzt den
den Omnia auf den Herd drauf. Ich richte den immer so ein bisschen mittig aus, damit der schön mittig drauf sitzt. Und dann kommt der Deckel da drauf und dann haben wir den jetzt erstmal auf Vollgas. So, das heißt jetzt erstmal so, ja, 5 Minuten vielleicht, 4 Minuten, je nachdem, dass der erstmal richtig schön heiß wird. Das sehen wir dann auch am Thermostat. Also ich sage immer so, wenn man da so 100 Grad erreicht hat, dann fange ich an runter zu drehen, dann stelle ich ihn erstmal auf mittlere Stufe und danach auf eher geringere Stufe, weil ich ihn gern heller haben möchte. Das muss jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Ja, das muss man dann halt so ein bisschen gucken. Und dann braucht der, was haben wir jetzt ausgerechnet, 40 Minuten, bis er durch ist. Und das könnt ihr dann mit einer Nadel prüfen, zeige ich euch. Also wir haben hier so einen Schaschlikspieß oder notfalls geht auch ja eine Gabel oder sowas. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall auch nochmal dazu erwähnen, wie gesagt, wir haben ja das Omnia Set gekauft, da war das Thermostat nicht mit dabei, würden wir immer wieder empfehlen, guckt, dass das Thermostat mit dabei ist. Und das, was Stefan meinte, das kann ich ja mal kurz besorgen, denn ich habe ja keine Sorgen, ich habe ja lecker Teig gerade genascht. Mhm. Ist halt, wir haben so eine Schaschlikgabel, hatten wir für was ganz anderes mal gekauft, jetzt sind wir froh, dass wir sie haben. Genau. Und damit könnte er theoretisch da, nee, passt nicht durch. Er macht den Deckel herauf und piekst. Aber das ist erst in 40 Minuten soweit. Jetzt heißt es warten für uns. Ah, Teignaschen. Alles klar. Mahlzeit. Lecker. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Es wird Zeit, den Kuchen aus der Form zu nehmen. Er ist jetzt soweit abgekühlt, also richtet euch da so ein bisschen danach, wie ihr den anfassen könnt. Also er ist noch warm, ne? Aber er ist nicht mehr heiß. Und ich nehme den dann immer gerne aus der Silikonform raus. Und wenn man gewieft ist, dann macht man einfach den da drauf, einmal umgedreht, ist das Ganze etwas einfacher. Aus der Silikonform lässt er sich immer gut, eigentlich gut rauslösen. Ich gucke jetzt einmal drumherum. So, da ist er frei und auch drinnen ist er frei und schon kommt er aus der Form. Ja, wenn man das so präsentieren will, dann so rum. Ansonsten geht es natürlich auch andersrum. Ja, ihr habt immer die gleiche Form durch den Omnia, das ist klar, das kennt ihr. Aber er ist schön hell geworden. Und ja, ich finde das ganz gut. Wenn er ein bisschen dunkler haben will, der lässt natürlich, macht ein bisschen höhere Hitze da rein. Ich habe ihn jetzt so bei 100 erstmal hoch, ich sag mal, feuern lassen, dann so auf 125 und dann ist er langsam wieder so zwischen 100 und 125 sich gehalten. Ja, das war ganz gut und dann kommt das dabei raus. Unser Kritiker hier bei ja, Kombüsenstudio Kreuzfahrtcamper, der hat auch noch was zu sagen. Ja, als erstes kritisiere ich dich natürlich, das heißt Buggys Kombüsenstudio. Ja, meine ich das doch müsstest auch. Du doch langsam kennen. Nein, ich wollte den Kuchen einfach in der richtigen Form. Also ich finde ihn so natürlich weitaus schöner. Also ihr seht ja richtig tolle Helligkeit. Also das muss man mögen. Allgemein Omnia, das ist ja der oberste Ding, wie man ihn dunkler kriegt. Vom Rand her richtig schön. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, ich kenne den Kuchen schon. Der ist innen drin richtig schön fluffig. Man sieht es auch hier oben. Lecker, lecker, lecker. Und den werden wir heute zum Kaffee trinken genießen. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir Kaffee, Tee und Kuchen haben. Es wird Zeit. Genau. Eigentlich Kaffee und Kuchen. Den Kaffee und den Tee ersparen wir uns jetzt. Weil ich weiß, ihr wisst, wie man Tee und Kaffee kocht. Ja, naja, gut. Es geht ja um den Kuchen hier, ne? Genau. Wir wollen den nämlich mit euch anschneiden. Das wird nämlich mal Zeit, dass wir das und tun. Und dann tun wir das doch mal. Also er ist immer noch total fluffig. Gucken wir mal. Wir werden jetzt auch nur kleine Stücke abschneiden. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das nicht so viel jetzt wird. Wir haben gerade gut gegessen und sind noch relativ gesättigt. Genau. So, mal gucken. Na, das sieht doch schon hervorragend aus, würde ich sagen. Also, kann man ja wohl nichts zu sagen, ja, wa? Also wenn man hier anguckt, wie fluffig der ist. Wunderbar. Einfach Hammer. Und jetzt natürlich die Probe, ne? Ja, für euch natürlich so ein bisschen blöd, ne? Könnt ihr jetzt gerade nicht mitessen. Mhm. Wunderbar. So muss er sein. Perfekt. Schön hell auch, super. Also,
Wir können euch, glaube ich, nur empfehlen, das nachzubacken, ne? Und ist halt so einfach. Ja. Und auch schnell. Genau. Eben mal schnell einen Kuchen noch so für das Wochenende. Zack, zack, fertig. Also toll. Ich sag mal, wenn man irgendwo an einem Platz ankommt am Freitag, zack, noch eben schnell Kuchen. Oder meinetwegen dann Samstag, ne? Weil man ja Freitag ja eh nicht mehr den Kuchen isst. Aber Samstag früh, gleich nach dem Frühstück, zack, fertig, zusammengerührt und gut ist. Genau. Wie lange dauert es ungefähr? Das versickt doch nicht. Du bist doch hier das Muttier. Naja, eine Stunde, ne? Aha. Also 20 Minuten ungefähr, bis das Ganze hier fertig ist, also zusammengerührt ist, bis du das zusammengesucht hast und 40 Minuten Backzeit. Also ist ungefähr eine Stunde. Für euch auf jeden Fall. Also das Grundrezept ist, stellt euch jetzt einfach das Schokomäßige weg, dann habt ihr einen ganz normalen Topfkuchen. Und basierend auf diesem Topfkuchen kann man sehr viel machen. Wir haben es euch ja schon vorhin gesagt. Es gibt demnächst noch eine Folge, da haben wir daraus einen Apfelkuchen gemacht. Genau. Und es krümelt im Hals. Auf jeden Fall richtig toll, dieser Apfelkuchen. Also das kann man auch mit Rhabarber machen oder was weiß ich, also Kirsche also, und so weiter. Wir und gehen darauf ins Detail auf und in diesem Video, da werden wir euch auch Stück für Stück jeden einzelnen Schritt nochmal erklären. Diesmal war es ja nur der Schnelldurchlauf, weil es geht immer sehr lang. Wir haben noch keinen Plan, ob das jetzt immer so zwischen 15 und 30 Minuten geht. Ich hatte erst geplant, immer so 8 Minuten Videos. Das würde nicht werden, dafür dauert es zu lange. Ja. Gut, dann soll es das damit gewesen sein. Das war die erste Folge einer neuen Sache, die wir hier einfach ausprobieren. Wir hoffen, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt auch Ideen. Gerne Rezepte at buggy-küchenstudio.de. E-Mail-Adresse ist ja eingeblendet, da könnt ihr gerne Rezepte hinschicken. Vielleicht ist auch etwas dabei. Nicht vergessen, er ist das Mutti, er ist der Küchenchef und ich bin der Mickelpott vom Dienst. Ja, ja, so ist das. Deshalb kann es sein, dass nicht jedes Gericht es in diese Videos schafft. Ja, das ist dann so. Jetzt aber Schluss mit diesem, dass wir unser Stück Kuchen essen können. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, bei Buggys Küchenstudio. Nee, Kombüsenstudio. So, wir üben noch. Er muss es noch lernen. Aber auf jeden Fall auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach, ist das. Think about you, I